Yo, hey ho, Ladies und verehrte Gentlemen, was geht? Ich bin's euer Raffi, wieder am Start und herzlich willkommen zur zweiten Let's Adventure Your Map Folge. Freut mich, dass euch alle die erste so gefallen hat. Also ist echt gut angekommen und ich hoffe, ihr baut mir alle eine Map oder baut alle in einer Map. Würde mich jedenfalls freuen und wie gesagt, freut mich, dass es so gut ankommt, weil ich habe jetzt schon wieder zwei mehr. Bei der einen ist es ein Problem, ne? Da hat er irgendwie einen Ordner hochgeladen statt einer ZIP-Datei. Das kann ich nicht spielen. Das Skillrex, wenn du hier zuschaust, ne? Das Dumme ist halt, ich kann denen halt nicht sagen, wie sie es besser machen sollen. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich das noch irgendwie ändern, aber naja. Also, die heutige Map kommt von Simanda Entertainments und sie heißt Custom Jumping. Ja, sie ist auf der 14W26C. Version gebaut oder soll, auf der soll ich sie jedenfalls spielen und dauert ungefähr über 10 Minuten und ist halt eine Jump and Run Map. You just see Bedrock, install the Resource Pack. Ja genau, das Resource Pack habe ich auch dabei. Kann ich das hier anschauen? Ja genau, hier. Die sollte ich eigentlich auch mal rausnehmen. Bliblablub. Also hat sich anscheinend ziemlich viel Mühe gegeben. Mal schauen. Soll dann angeblich nur 10 Minuten dauern. Ich habe jetzt übrigens auch mal Sprinten auf F gelegt. Vielen Dank für die ganzen Hinweise und wie ihr es gemacht habt. Ja. Aber ich dachte, F ist jetzt vielleicht doch das Praktischste. Hatte der recht, der es auch so hatte, weil kann man schnell hin. Ansonsten benutze ich einfach Doppel-W, das geht auch nicht schlecht. Also, install the Reset Pack. Thanks to Raffi the Lock and Lol, alles klar. Custom Level Tutorial, Easy, Medium, Hard, Level, Custom, 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 okay. List of all blocks to your to build your own level. Also, very helpful for players. Game Mode 1, Reset, Info, please read before playing. When you press the button, you will be teleported to the level. If you want to get out of the level, right, return into the book and click done. Okay. Map by Simader Entertainments, genau. Machen wir mal Level 1, warum nicht? Oida, Level 1, Startblock. Ah, finde ich richtig cool gemacht. Jumpblock. Oh, ist ja cool. Oh. 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 Ich weiß auch immer nicht, ob ich F benutzen soll oder nicht. Ich weiß noch nicht ganz. Also, oh, wie ich es geschafft habe. Krass, oder? Goal Block. Level complete. Alter, wie geil schaut denn das bitte aus? Ich finde das richtig cool. Dann machen wir mal easy. Und Level 2, easy. Oh, ich finde das richtig cool gemacht mit den... Ah, fuck. Wenn ich jetzt runterfall? Ah, dann spawn ich wieder hier. Alter, ist das geil gemacht. Ich mag das. Ah, da, scheiße. Ich muss ein bisschen umgewöhnen mit dem Sprinten und dann. Ich glaube, ich nehme einfach Doppel-W. Ich weiß nicht. Current Level. Ist rechts sogar ein Scoreboard, okay. Ich weiß aber nicht ganz genau, was mir das anzeigt. Ach komm, dieser 3 nach vorne und einer nach oben Jump. Der ist so behindert. Danke. Oh mein Gott, da habe ich nicht gesprintet. Vielleicht sollte ich doch F nehmen. Ha! Hu! Ha! Okay. Hu! Ha! Nein! Da habe ich zum Sprinten aufgehört. Ich finde das so übelst gewohnt von CSGO, dass ich in der Luft einfach schon Shift drücke, damit ich halt dann da oben lande. Das habe ich mir voll angewohnt. So, dann einfach weiter springen. Okay, das war knapp. Aber echt, mit den neuen Snapshots und mit diesem Titel und so, da gibt's echt eine Menge Möglichkeiten, das alles viel besser zu gestalten. Also, ich mag das. Und ich habe auch nichts gegen Jump Maps, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir eigentlich für... Saturation, okay, Regeneration Resistance. Also Saturation heißt, dass wir... Aber wir sind sowieso im Creative Mode, sehe ich gerade. Oh. Ja, dann ändern wir das mal kurz. Game Mode 190. Ah, okay, so. Ich schätze mal, so sollte das sein. Was ist denn hier so los? Gibt's einen Checkpoint oder sowas vielleicht? Gucken wir mal kurz rein. Schöner Hase, jedenfalls ein Hasenteppich. Okay, vielleicht ist es ja hier ein automatischer Checkpoint. Ah, das habe ich hier Jump Boost oder was? Ah, ich dachte, das habe ich weiterhin Jump Boost. Da fuges, dass ich bei mir gerade noch ein Minecraft-Fenster geöffnet. Was? Nein, ich muss wieder von vorne anfangen. Oh mein Gott. Es wäre nett gewesen, wenn man da so einen Checkpoint hinmacht. Ich weiß, ja, ich würde eigentlich gerne Adventure Maps. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier schön langsam, okay? Ich würde eigentlich gerne Adventure Maps zocken mit Story und Geschichte und wo man halt vorwärts kommt. Und nicht in der Jump'n'Run Maps, aber ich dachte mir, eine Jump'n'Run Map kann man schon mal machen. Habe ich jetzt persönlich nichts dagegen. Mal schauen, wie lange ich brauche. Ich kann ja auch einfach in das Buch Skip Level reinschreiben, was für ein Buch auch immer. Da kann man bestimmt rüberspringen, oder? Wenn ich mal runterfalle und probiere, von dem Block darüber zu springen, das geht bestimmt. Ist hier was drin eigentlich? Ja. Ist klar.
Wir müssen nochmal. Haha! Oh, jetzt hier. Oh ja, wie ich hier schon einen High Jump hatte. Und hier auch! Krieg ich den Jump Boost wieder? Nee. Komisch. Okay, was ist das? Das macht mir Angst. Ich sollte wahrscheinlich nicht draufspringen, schätze ich mal. Wenn ich da draufspringe, dann wird mir wahrscheinlich auch resettet. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt behindert. Wisst ihr was? Ich setze mich mal in Game Mode 1. Ich keinen Bock habe, das alles nochmal neu zu machen und fange jetzt hier an. Ich nehme es jetzt hier als Checkpoint, okay? Okay. Oh Mann, das ist vor allem easy. Das gibt's doch nicht, Mann. Was ist mit meinen Parkouring-Skills los hier? Probieren wir das Ganze nochmal. Also, ihr könnt mir gerne Jump'n'Run-Maps schicken. Aber dann bitte gestaltet es so, dass es einigermaßen, ja, wie soll ich sagen? Ach, das gibt's doch nicht. Auch Spaß macht zuzuschauen, weil wenn ich jetzt hier 23.000 Mal den gleichen Sprung fail, dann, ich weiß nicht. So viel Spaß, das gibt's doch nicht. So viel Spaß zum Zuschauen macht das, glaube ich, jetzt nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das was ausmacht. Aber mir persönlich wird es keinen Spaß machen. Warum schaffe ich den Sprung nicht? Das gibt's jetzt doch nicht. Mal kurz was ausprobieren, wenn ich hier drauf springe. Dann werde ich zurückgeteleportet. Okay, es war irgendwie klar. Also nicht auf Bedrock springen. So. Also geht doch. So, dann hier runter, okay. Hier rüber. Okay, die Sprünge sind ja relativ einfach. Ist jetzt scheißegal, ob ich in Creative-Modus bin oder nicht. Hoffe ich jedenfalls mal. Und dabei dürfte das egal sein. Pff. Ich meine Flieger nicht, das seht ihr ja. Und geschafft. Ist hier oben irgendwas? Oder muss ich da runterfallen? Ich glaube, ich muss da runter. Genau, hier hin. Tada! Level complete. Oh, ich finde das richtig cool gemacht. Was ist das eigentlich, wenn ich hier drauf klicke? Achso. Oh, schau mal einen an. Step on if you get obsidian. Okay, Diamond Block. Also das ist praktisch, wenn man da drauf fällt, dann wird man zurückgeportet. Ah genau, das startet man halt immer wieder. Complete und Jump Blocks. Klar, ist Clear All Effect, okay. Gives you Speed. Ah. Gives you Jump Boost. Gives you Blindness. Makes Fireworks, okay. Cool, das heißt, da kommt noch ein bisschen was, oder was? Geh mal auf Medium. Level 3, Medium. Oh Gott. Kann das werden? Oh, schau mal, unten kann man sogar rausgehen. Da kommt man wahrscheinlich nicht raus. Es gibt's jetzt. Also ich weiß nicht, was mit meinen Jump-Skills los ist. Das sind so einfache Sprünge. Also geht doch. So. Und hier kriege ich jetzt Blindness, oder was? Oh. Warum konnte ich da jetzt nicht sprinten? Ich weiß es nicht. Dürfte eigentlich schon gehen, warte. Da kann ich auf Blindness nicht sprinten. Kann ich sprinten? Eigentlich dürfte ich schon sprinten können. Hier rüber. Darüber. Alter, wo muss ich hin? Scheiße. Was ist das für ein fettes Labyrinth hier? Nein, ich kann nicht sprinten, oder? Das muss ich jetzt nochmal kurz ausprobieren. Warte, ich probiere es mal kurz aus. Ich bin gar nicht mehr im Dingsmodus, sehe ich gerade. Im Creative. Jetzt, hallo? Boah, ey, die leichtesten Sprünge, gell? So. Also ich kann ja verstehen, wenn ihr gerne... Ne, ich kann nicht sprinten. Okay. Das ist interessant. Okay, hier geht's nirgends lang. Drüben wäre was. Genau, dann muss ich hier rüber. Guck mal, hier rüber. Nee. Hier vielleicht lang? Ha! Okay. Huh! Okay. Ha! Yay, Feuerwerk! Und das ist alles wieder hell. Jetzt kann ich wieder sprinten. Sehr cool. Ist cool gemacht jedenfalls. Jetzt muss man den mal lassen. Nein! Checkpoint 1! Hä? Da war ein Checkpoint! Lass mich verarschen! Aber... Okay. Hat wahrscheinlich einfach nur ein bisschen gedauert.
Aber sie haben doch Checkpoints eingebaut, das finde ich ja nett. So, die Ladder-Jumps, Ecken-Ladder-Jumps. Dürfen jetzt nicht so schwer sein, sage ich, und ich falle runter. War da unten nicht irgendwo das Ziel? Warte mal. Warte mal, warte mal. Okay, verdammt. Hätte ja sein können, dass das irgendwie geht. Warte, oder ich hier so drauf springe. Ah, okay, ich glaube, oder? Wenn ich schnell genug bin, warte mal. Ist aber vielleicht ein bisschen Bedenken. So, und ich schätze mal, das greift da nicht schnell genug. Ja, aber ich hab's geschafft, ne? Also ich bin schon ziemlich gut. So. Kann ich hier rüber springen und hier. Oh, nein! Ah, warte, ich probiere den legalen Weg auch nochmal. Mal zu schauen, was uns so erwartet. Ich meine, wenn uns die Map die Möglichkeit gibt, das hier zu nutzen, warum nicht ausnutzen? Ah, schau mal, es wäre eh keine große Abkürzung gewesen. Sind wir eh schon hier. Ah, ich finde, die Checkpoints sollten häufiger sein. So, was ich eigentlich vorher sagen wollte, ist, Jump'n'Run Maps ist ganz gut, finde ich, für Singleplayer, wenn man nicht aufnimmt, einfach mal so ein bisschen Jump-Skills trainieren und so. Aber wirklich jetzt zum Adventure-Maps zocken, weiß nicht. Ist halt irgendwie nicht Entertainment pur jetzt. Weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Medium waren wir, oder waren wir gerade Medium oder? Ja, genau, da waren wir gerade. Waren wir da gerade? Ja, da waren wir gerade. Wie komme ich jetzt zurück? Kann ich Back schreiben? Ich will wieder zurück. Warte. Ich dachte, man kann das Buch dann einfach backschreiben, aber was für ein Buch? Okay. Jetzt fliegen wir mal hier rüber, genau hier hin, dann Feuerwerk und so, ne? Und dann fliegen wir hier mal kurz durch, weil das haben wir ja alles schon geschafft. Ne? Nein! Mein Gott, ich bin sogar in Creative Mode, das ist so dumm, das zu schaffen. Da geht es auch, wenn wir... Bin ich denn gerade? Okay, ne, warte, wir müssen erstmal die Blindness wegmachen, sonst schaffe ich das, glaube ich, nicht. Irgendwie sollten wir ja schon zurückkommen. Das wäre recht nett. So. Also geht doch. Level komplett. So, wir müssen jetzt zu... Wir sind schon bei Hard. Also so lange ist die Map eh nicht. Hard. Ist das dir? Ah, das ist... Das dauert ein bisschen lange. Okay. Das ist Jump Boost, gell? Ja, genau. Aha! Nice, und da sind jetzt unsere Effekte weg, okay. Ich verstehe. Jump Boost. Speed. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, da war ich richtig, verdammt. Einfach nach vorne springen und dann... Okay. Das dauert hier ein bisschen lang mit dem Speed, bis das angeht. Muss man extrem spät springen. Nicht, dass ich da jetzt was dagegen hätte, aber muss man halt ein bisschen rumspielen dann. Okay. Oh, pff, das war knapp. Ich wusste gar nicht, dass wenn man Blindness hat, dass man nicht sprinten kann. Ich weiß nicht, ob das nur hier so ist oder ob das allgemein ein Effekt ist. Ah, nein, jetzt habe ich mich nicht getraut, weiter zu springen. Da war ich zu kurz. Eieiei. So, aber heute mal eure tägliche Dosis Run and Jump. Kann man nur nichts dagegen sagen. So. Genau. Ich find's auch cool, dass man rechts sehen kann, auf welchem Level man gerade ist. Nein, oh, das war zu weit. Nur einen einfachen Sprung da ohne Sprinten. So, genau. So, aber die Map wurde eingeschickt und ich dachte mir, ich spiel's einfach mal. Die einfach auszulassen, weil es eine Jump'n'Run-Map ist, ist ja auch irgendwie unfair, finde ich. Ich würde jetzt gerne nicht eigentlich jede Map spielen, die ihr einschickt. Und bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? 14? Ja, das ist definitiv noch akzeptabel. Ich meine, wenn die Map jetzt noch viel länger gedauert hätte, hätte ich es vielleicht ein bisschen überdacht, aber so, das passt schon. So, ah, perfekt. Okay. Ha! Nein, ich hasse diese Jumps, warte mal. Ich will jetzt nicht alles nochmal machen, warte, tun wir unsere Effekte weg, fangen wir mal von hier an.
Hast du diesen. Obwohl, der Sprung war gar nicht mal so schwer. So, dann hier rüber, genau. Hier ist Feuerwerk. Ja! Ja! Oh, schade. Oh, Checkpoint 1. Achso, das sind Checkpoints. Okay, ich verstehe. Oh Gott, jetzt weiß ich, warum sie einen Checkpoint gemacht haben. Wegen dem behinderten Sprung hier. Ach, ich war da voll dran. Voll on target! Ich den, warte, den Sprung schaffe ich doch bestimmt auch. Warum? Hä? Soll ich das jetzt verstehen? Also, so geht's doch. Ich schätze mal, so sollte man es nicht machen, aber... Okay. Jump Boost, wohin? Hier hoch, ah. Hier ist wieder blind. Aber ich finde es richtig cool gemacht mit den ganzen Effekten und so. Man hat sich echt was dabei gedacht. Es macht richtig Spaß. So, genau, hier einfach Shift drücken können oder auch nicht. Mit Shift geht das mit den Leitern ziemlich leicht, wenn ich es mal schaffen würde. So, genau, oder? Hä? Vielleicht bleibe ich dann da hängen und dann muss ich ran und dann nach oben. Ah, okay. So, die ganzen neuen Mechaniken sind mir noch nicht so bekannt, was euch schon aufgefallen ist. So, dann hier rüber, genau. Ha! Okay. Der Sprung ist hart. Komm. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht dann von der Dings runterkommen, genau. So, probieren wir das Ganze nochmal. Hier einfach nach oben springen. Hier rüber, genau. Hatte ich schon Jump Boost? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Oder habe ich den Video übersehen? Feuerwerk ist jedenfalls cool. Da, 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 hier nach oben. Halt, hallo? Hallo? Also geht doch. Hier rüber. Jetzt schaffe ich nicht mal mehr den Sprung. Habe ich jetzt Jump Boost? Das gibt's doch nicht. Ich will den Sprung jetzt mal probieren, ob der überhaupt geht. Aber eigentlich müsste er schon gehen. Was hätten die denn nicht eingebaut? Okay. Rosa? Soll ich einen. Ah, hier ist er. Das mit dem Hasen finde ich auch cool. Okay. Ich habe den Sprung noch kein einziges Mal geschafft. Ah, so geht er. Hä, aber... Ich verstehe das nicht. Also irgendwie ist es teilweise ein bisschen buggy, finde ich, mit den Blocks, dass die ein bisschen spät einsetzen und so. Jetzt habe ich hier noch Speed. Hä? Ich habe jetzt keinen Bock, das alles noch von vorne zu machen. Ich mache mal hier weiter. Okay. Bisschen früher springen. Ein bisschen früher springen, sage ich. Gar nicht springen ist auch nicht schlecht. Nein, schade. Das gibt's doch nicht. Mit Speed so ein Sprung. Das ist auch gemein. Also geht doch. So, wahrscheinlich muss ich. Also, wahrscheinlich muss ich nicht mal sprinten, oder? Ach, dann, okay, dazwischen kann ich durchfallen. Das sollte ich mir merken. So. So. Ach, verdammt. Muss ich dann schon sprinten, oder was? Sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen cheat, aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu lange in die Länge ziehen. Und zwei Videos für die Map ist jetzt, weiß ich nicht. Das gibt's noch nicht. Ich muss halt jeden Sprung jetzt mal einmal schaffen, dann passt das schon. Den Sprung habe ich geschafft. So, nein. Checkpoint 2. Okay, Checkpoint 2. So, hier. Da hätte ich nicht runterfallen können. Na, komm. Also geht doch. Hier kommen wir auch relativ leicht nach oben. Zack. Hier rüber springen. Easy peasy. Also geht doch. Ach so, oh Gott. Bloß nicht den Diamantblock berühren. Was man damit alles machen kann. Also an sich ist das Prinzip richtig nice. Die Map mag ich. Ist natürlich alles noch ein bisschen mit mehr Checkpoints gestalten können. Vielleicht auch irgendwie so die... die, keine Ahnung, die Area außenrum vielleicht ein bisschen schöner. So mit Bäumen und dass man irgendwie in der Natur ist und so. Aber das verstehe ich dann, dass es ein bisschen schwer wird mit dem Bedrock und so. Naja.
Könnte man vielleicht irgendwie drei machen, wenn man da drauf tritt, dass es dann weggeht. Dann hat man auf der Map das alles verteilt. Wäre halt so eine Idee. Muss ich um die Ecke? Ja, ich muss um die Ecke. Okay. Okay. Oh, scheiße. Jetzt. Da um die Ecke? Ja, da um die Ecke. Ich wollte nur kurz schauen. Entschuldigt mich bitte. Okay, ich glaube, es erstmal geschafft. Und dann. Noch mehr um die Ecke? Noch mehr um die Ecke. Dann hier hoch. Ich sagte dann hier hoch. Geht sogar mit einem einfachen Sprung. Und dann hier rüber. Ich sagte dann hier rüber. Ich sagte dann hier rüber. Na, also geht doch. Dann einfach hier. Oh Gott. Behinderter Sprung. Okay, nice. Da an die Leiter. Ah, da an die Leiter. Geht das? Geht der Sprung? Ha. Okay. Ach komm. Der Sprung muss aber gehen, oder? Ups, was da? Du. Komisch. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. So, und da bin ich auch schon wieder nach einer 24 Stunden Pause. Sorry für den kleinen Cut, aber ist mir was dazwischen gekommen und bli und bla und blub. Und ich weiß jetzt, wie der Sprung geht. Ha! Einfach, warte, vielleicht darf ich ihn einfach Shift drücken und dann kommt mir hier nach oben. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Man weiß es nicht. Tipp, hold the jump button. Achso, erst wenn ich da drüben bin, oder? Ah, okay. Habe ich schon mal geschafft. Ich wollte jetzt aber hier auch nicht die ganze Map nochmal neu anfangen, habe ich mir schon fast überlegt. Weil es auch dumm ist, wenn ich so eine Pause reinmache und hatte halt am Tag keine Zeit mehr. Es war gestern, jetzt bin ich heute wieder zurück. Und ja, ui, wie wir durchrushen. Tipp, don't hold the jump button. Okay. Ui, wie wir es sogar schaffen. Nice. Ich bin doch immer in Creative Modus. Checkpoint 2, warte mal. Wo war denn unser anderer Checkpoint? Checkpoints waren immer die Feuerwerks, gell? Hier muss doch irgendwo ein Checkpoint sein. Also wir fangen wieder hier an, kommen, weil wir so sozial sind. Bin heute ein bisschen, was heißt besser, was laber ich, sollte ich heute besser drauf sein? Ich war gestern drauf, bin ich auch schon gut drauf. Hoffe, euch hat es gefallen bis jetzt. Bin ich gerade so ein bisschen auf dem Konzept, ne? Weil neue Map und so. Und was mir währenddessen noch aufgefallen ist, bitte, wenn ihr mir eine Map einschickt, was ihr hoffentlich macht, oh nein! Okay, komm, den Sprung habe ich geschafft. Dann bitte kontrolliert alles doppelt und dreifach, wie ihr es richtig gemacht habt, beziehungsweise halt richtig ausgefüllt habt. Weil ansonsten, das Dumme ist halt, ich kann mich nicht mit euch kommunizieren und sagen, was ihr falsch gemacht habt, sondern das müsst ihr halt das erste Mal dann richtig machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also im Prinzip einfach schaut, dass ihr alles richtig einsendet. Oh mein Gott. Ohne Speicherpunkt soll ich den Sprung machen. Und dann muss ich wieder ganz von unten anfangen. Oh, das war ja easy. Und den gleichen Sprung nochmal. Weiter. Okay. Das wäre gar nicht mal so schwer. Hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Oh. Und hier rüber. Nein. Ach komm, dann ist es. Verarsch mich, Mann. Das mache ich nicht tausendmal. Ich will jetzt auch die Map, ehrlich gesagt, nicht in zwei Parts. Doch in zwei Parts jetzt machen. Das höre ich so eine Wolke. Eine kleine Pause zwischendrin. Clouds. Kann man die nicht irgendwo aufdrehen? War das hier schon? Video Settings. Hä? Man konnte doch hier irgendwo die. Ah, hier, Clouds auf. Schieling, so. Haha! Können wir jetzt hier rausspringen? Wetten, den Sprung kann man schaffen. Na, egal. So, dann hier einmal rüber. Fangen wir hier wieder an. Da können wir sogar die Map anschauen. Also ich, wie gesagt, ich cheate jetzt nicht ein bisschen, aber ich mache jetzt meine eigenen Checkpoints. Damit die Map nicht so lang dauert. Ich meine, die stand ja unter 10 Minuten. Sind wir bei 30 oder so, glaube ich.
Und allgemein, ja, weiß nicht, Jump'n'Run Maps mache ich gerne, aber jetzt nicht so. Also ich spiele lieber Maps mit Story. Ich hoffe mal, das macht euch nichts aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das schon mit der Map, oder? Ich weiß gar nicht. Was ist jetzt mit Custom Level? Build Level, Back. Build Level 5. Ah, schau mal einer an. Hat so einen Custom Mode praktisch reingetan. Mit dem man seine eigenen Level bauen kann. Das wenn ich jetzt zum Beispiel hier. Und dann machen wir das Ganze mal anders. Das finde ich ein cooles Extra jedenfalls. So, und dann. Machen wir von mir aus hier Speed. Nein, das ist nicht Speed. Das ist was anderes. Das ist hier Speed. Speed und dann hier noch Jump Boost. Dann können wir einfach. Das ist Glas. Ah, genau, Effekte weg, genau. Dann können wir einfach. Hier das so machen. Hier ist das. Ende. Genau, und jetzt. Wie komme ich jetzt aber wieder zurück? Current Level 100, cool. Back. War das nicht so irgendwie? Wir sollten irgendwie Back reinschreiben. In irgendeinem Buch, aber das Buch haben wir nie bekommen. Ich hoffe, ich da schon hinfliegen kann. Das ist noch ein bisschen verbuggt. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich in Creative Mode bin. Oida. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube jetzt mal ehrlich gesagt nicht. Wisst ihr was, wir springen einfach mal hier kurz drauf. Wenn wir zurück teleportet, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das ist. Kurz die Map mal ein bisschen anschauen. Custom Level 5, genau, Play Level 5. Und jetzt sind wir hier, genau. Jetzt können wir hier unser ultra schweres Parcours machen, das ich selber nicht schaffe. So. Und dann hier mit Ultra Jump Boost. Whee! Ah, drüber springen. Probieren wir das nochmal. Ich will jetzt mein eigenes Level schon schaffen. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen Roman Jump Boost. Achso, man hat der Jump Boost so lange, bis man zum Goldblock kommt, oder? Oder nee? Keine Ahnung. Das habe ich. So. Also geht doch. Level complete. Und jetzt haben wir unser eigenes Custom Level gemacht. Also, das ist ein cooles Extra jedenfalls. Ich werde das auch, glaube ich, so ein paar Kriterien oder so ein paar Punkte noch ansprechen. Bei am Ende von jedem Level. Ich habe ja auch gesagt, ich soll eine Note machen. Das kommt jedenfalls jetzt auch dann. Also wir gönnen uns erstmal schön TNT. Und Redstone-Fackel, genau. Bauen uns mal hier raus. Ich kann die Map ja kaputt machen. Wie immer findet ihr den Download-Link zur Map in der Beschreibung. Oh, hier eine Dings-Clock. Krass. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr das da gerne downloaden und selber zocken und eure eigenen Level kreieren. Ansonsten, Level-Design. Als erstes war recht schön. Ich fand das gut mit dem Texture Pack, dass es so ein bisschen texturiert war, dass man sehen konnte, was Jump Boost war, was Speed war und so. Also echt cool gemacht. Was gibt's noch? Story gibt's halt nicht. Kann ich bewerten. Ansonsten Schwierigkeit, ein bisschen mehr Checkpoints. Ich meine, wenn man genug Zeit mitbringt, was ich jetzt natürlich nicht getan habe, dann könnte es fair sein, so wie es ist. Und schwer sollte halt auch schwer sein, aber ich persönlich finde, dass ein bisschen mehr Checkpoints rein sollten. Finde ich jetzt persönlich. Damit man vor allem bei dem Leitern am Ende vom Hard. Oder vielleicht, dass man ein paar mehr Level noch dazu tut, aber ich meine, das System hier kann man wahrscheinlich ziemlich schnell ausbauen. Und dann auch ziemlich gut mehr Level bauen. Also wenn er schon einen Custom Level Creator reingetan hat. An sich für eine Jump'n'Run Map, bisschen kurz, habe ich jetzt persönlich nichts dagegen. Aber schönes Design. Vielleicht das Ganze noch so ein bisschen, oder also vielleicht so verschiedene Themes machen, dass man einmal so im Wald ist, einmal vielleicht im Nether oder sowas. Dass man halt einfach andere Blöcke benutzt, damit man ein bisschen Abwechslung kriegt. Ansonsten fand ich die Map ganz gut. Ich gebe dir mal dafür, dass es jetzt eine Jump'n'Run Map ist. Ein B. Na, schon wieder ein B, ich weiß. Aber ein B plus heute. So. Plus, ne? So, das Plus auch noch machen. Zack und zack. Warte, machen wir das mal jetzt nach drüben. So schaut's hässlich aus. So schaut's noch hässlicher aus. So, na, also geht doch. Ein B plus. Perfekto. Also, ich hoffe, mein Video euch hat's gefallen. Sorry für den kleinen Break zwischendrinnen. Wenn ihr mir Maps schicken wollt, könnt ihr in die Kommentare, sage ich schon, in die Beschreibung gucken. Gibt's einen Link, wo ich in dem Video genauestens erkläre, wie ihr das machen könnt. Würde mich natürlich freuen, wenn ich eine Map von jedem von euch krieg. Die nächste Map wird jedenfalls eine Adventure-Map. Ich habe schon ein paar bekommen. Nochmal vielen Dank für die, die schon was eingeschickt haben. Wie gesagt, kontrolliert doppelt, dass ihr alles habt. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Mir macht die Serie bis jetzt eine Menge Spaß, dass ich so eure Maps zocken könnt und ihr zuschauen könnt, wie ich eure Map auseinandernehme und kritisieren. Ne, Quatsch. Ich war bis jetzt, glaube ich, hoffentlich nicht so schön. Also, hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so, könnt ihr es in die Kommentare hauen. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare hauen. Ansonsten, ich höre jetzt auf zu labern. Ich war's euer Raffi. Over.
and outro. Tschüss.